begrüße euch heute zu einem neuen Wie funktioniert. Dafür habe ich heute den Ralf eingeladen. Was präsentieren wir denn heute, Ralf? Wir präsentieren Dark Souls, das Board Game. Und zwar die Grundregeln, die Bossregeln und die Ausrüstungsregeln. Also einmal alles quasi. Und wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Ja, wir kommen hier zum Aufbau des Spiels und zwar fängt das ganz einfach an mit der Wahl des Minibosses. Und zwar haben wir das hier drüben schon mal vorbereitet. Dann wählt man sich einen der Minibosse aus dem Spiel aus. Wir haben uns hier für den Gargoyle entschieden. Ich halte das hier mal kurz, illustriere in die Kamera. Ja, so ziemlich so. Um zur Erklärung, was der gute Mann hat. Oben rechts das Herz ist die Anzahl der Lebenspunkte, die er später hat. Die Rüstung. Und wie viele Fähigkeitenkarten ihr nachher verwendet. Dazu dann beim Miniboss-Encounter. Was am Anfang wichtig ist, ist die Anzahl der, kann man sagen, Schwierigkeitsproben, die er uns entgegenschmeißt. Das ist hier unten aufgezeichnet. Ja, bei ihm gibt es 3 einfache, eine mittlere und keine schwere Probe. So, also fangen wir an und ziehen einfach mal Encounter-Karten, sieht man an den Symbolen, eine Seele für Stufe 1, 2 für 2 und 3 für 3. Angefangen wird die dem Startpunkt, das ist diese Platte hier. Am nächsten liegen Räume bekommen die niedrigste Schwierigkeitsstufe, also einer hierhin, einer dahin und ein weiterer hierhin. Und der Raum, der von uns am weitesten entfernt ist, kriegt die höchste Schwierigkeitsstufe, also die 2. Die Räume baut man übrigens zu Beginn des Spieles nach Freidünken auf, so dass sie eine schlangen- oder schlauchförmige Form angeben und im finalen Mini-Boss-Raum enden. Der wird dann mit einem Portal geteilt vom Rest, so quasi dann so. Hier beginnt dann der Boss-Encounter. Genau, wichtig ist dabei, dass darauf geachtet wird, dass die Türen immer Verbindung sind und dass die einzige Tür, die quasi nach draußen ins Unbekannte geht, die Nebeltür ist und ansonsten, dass ein abgeschlossener Bereich ist. So, kommen wir zum nächsten. Wir suchen oder haben uns ausgesucht die Helden. Und zwar werde ich den Krieger in die Schlacht führen. Und ich werde mit dem Assassinen nach vorne brechen. So, hier es gibt noch im Grundspiel 2 weitere Helden. Man hat den Knight oder auch den Herald. Man sucht sich entsprechend die Anzahl der Helden aus. Man kann mit ein oder alle 4, je nachdem wird das Abenteuer einfacher oder schwerer. Also ist nicht schon schwer genug. So, hier mal zur Vorbereitung. So. Und zwar hat man hier die Platte für den Charakter. Und dort fügt man einmal hier bei Base 4 hölzerne weiße Steinchen ein für die aktuellen Charakterwerte. Man legt hier im Waffenslot seine Startausrüstung an. Das ist bei den meisten eine Waffe, ein Schild und eine Rüstung. Und der Herald bekommt zum Beispiel noch einen Talisman, weil er ein bisschen zaubern kann. Zudem gehen wir nicht ohne unseren allseits geliebten Estus-Flakon nach draußen. Und hier haben wir noch eine Fähigkeitenmarke und eine Glücksmarke. Später dazu dann mehr. So, kommen wir zur ersten Runde und zwar der Wahl des ersten Raums. Wir haben hier 2 Möglichkeiten durch die Türen. Einmal den Raum rechts sehen wir uns und einmal den Raum vorne. Ja, und ich sage, wir gehen direkt nach vorne durch. Genau. Und gehen in diesen Raum. Funktioniert folgendermaßen, man deckt die Karten auf. Wenn man die Karte aufdeckt, ich halte das mal hier drüben kurz in die Kamera, da sieht man so ziemlich auf alles, was man in diesem Raum trifft. Entsprechend wird jetzt hier ein Hollow-Armbrustschütze auf das Feld mit dem einen Schwert gestellt und zwei Hollow-Schwertkämpfer auf das Symbol mit den gekreuzten Schwertern. Auf dem Feld mit dem Stern befindet sich hier nichts und auf dem Symbol des Kreuzes befindet sich ein Fass, so ziemlich schwieriges Gelände. So, dann stellen sich die Helden auf und zwar wir haben zur Verfügung, da wir den Raum durch diese Tür betreten, dürfen wir uns aussuchen, hier, hier oder hier zu starten. Also man darf immer in der Anfangsebene starten. Ja, Krieger, ich gehe gleich einfach mal vorne drauf los. Und ich werde mich nach hier begeben.
So, als nächstes suchen wir aus, wer von uns als erstes agiert. Der kriegt den sogenannten First Action Marker. Das ist der kleine hier. Ja, sagen, gehe ich einfach mal davon los. Und der Akromarker, den kriegt auch derjenige, der als erstes anfängt, also kommt das auch zu mir. Akromarker heißt einfach nur, dass die Monster, die verschiedene Verhaltensmuster haben, die richten sich einmal manchmal nach dem nächsten Spieler, manchmal nach dem Spieler, der den Akromarker hat. Das ist immer unterschiedliche Monster. Da wir den Raum jetzt betreten haben, ist auch gleich die erste Runde von unseren Gegnern, wenn ich das recht habe. Genau. Entsprechend beginnen jetzt, ich überlege das mal kurz hier rüber, dass ihr das kurz sehen könnt. Einmal so rein. Also prinzipiell ist die Reihenfolge immer Monster, ein Spieler, Monster, zweiter Spieler und je nachdem wie viele Spieler, Monster, dritter Spieler, Monster, vierter Spieler. Also so reguliert sich auch der Schwierigkeitsgrad nach oben. Da nun die Monster dran sind, agieren sie in der Reihenfolge, wie sie selbst, kann man sagen, Gefährlichkeitswert oder Agrowert oben links stehen haben. Da die Hollow-Soldaten einen Wert von 5 haben und der Armbrustschütze einen von 2, agiert zuerst die beiden Hollow-Soldiers. Halten wir das mal kurz hier rüber, wieder nochmal, zack, zack. Die werden jetzt ihre Aktionen von links nach rechts unten auf der Karte abarbeiten. Genau, angefangen zeigen wir gleich nochmal in der Nachnahme eine Bewegung und dann seht ihr diesen Kreis, heißt es geht auf den nächsten zu. In diesem Falle nehmen wir uns quasi den ersten Holo-Kameraden, der macht eine Bewegung auf den nächsten zu. Da nochmal zur Erklärung, wenn wir hier ein Feld haben, ist das, 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 das und das Feld quasi die nächsten. Also ich bin in einem Feld Entfernung, er kommt zu mir rüber. So, als nächstes macht er eine Attacke auch auf den nächsten Charakter, da wir uns auf demselben Feld befinden. Bin ich das und führt eine Attacke mit 4 Schaden durch. Hier ist es so, die Gegner an sich würfeln nicht. Wir würfeln einfach nur unsere Verteidigung gegen den Angriffswert der Monster. So, wir zeigen das auch hier nochmal. Ich bekomme hier einen und hier einen zweiten schwarzen Würfel zum Verteidigen. Hier für den physischen Schaden, den die Hollow-Soldiers zufügen, hat man einmal einen schwarzen hier und einmal einen schwarzen auf der Rüstung. So, das heißt, 2 schwarze Würfel. Wir würfeln. Das Ergebnis, einmal nichts und einmal 2, heißt von 4 Schaden blocke ich 2, bekomme ich 2 Schaden. Schaden wird dargestellt mit roten Klötzchen, die von rechts aufgefüllt werden. Also kommt die hier vorne rein. So, dasselbe macht der andere Hollow. Der geht nach demselben Muster vor. Er geht auf den nächsten, ich, und schlägt auf den nächsten, was auch ich bin. Wieder 2 Würfel zur Verteidigung. Das sieht schon etwas besser aus. 4 minus 3 ist noch 1 Schaden. Und dann kommt das da rein. Als nächstes ist jetzt der Hollow Crossbow-Schütze, also Armbrustschütze dran. Der agiert nicht auf den nächsten. Der hat für seine Aktionsleistung über Bewegen als auch beim Angriff das Totenkopfsymbol, also quasi den Aggro. Er bewegt sich als erstes, da es nach unten zeigt, ein Feld vom Aggro, also von dem Aggro-Gegner, weg. Da er sich bereits da hinten in der Kartenecke befindet und sich nirgendwo weiter weg vom jeweiligen Aggro-Marker bewegen kann, bleibt er dort stehen. Das war seine Bewegung. Nun kommt sein Angriff. Das Symbol hier zählt für magische Angriffe. Man verwendet also bei der Verteidigung seine magische Abwehr und er hat einen Schadenswert von 3. So, hier habt ihr eben schon auf den Karten gesehen. Dort war ein schwarzes Schild auf der linken Seite, rechts daneben ein weiteres Schild. Das ist dann der magische Schaden. Hier bin ich nicht ganz so magisch verteidigend. Da gibt es nur einen Würfel. 2, immerhin. Ist noch ein Schaden, habe ich 4 Schaden bis jetzt. Nachdem die Monster nun agiert haben, sind nun wir, also als Held dran, in dem Fall Ralf mit seinem Krieger. Genau, zu sehen, First Action Marker bleibt bei mir. So, was machen wir? Ganz einfach, ich
Schlage zu. Und zwar sehen wir hier, wir haben zwei verschiedene Attacken, wie auch aus dem Computerspiel schon bekannt, die leichten Attacken und die schweren Attacken. Die leichten Attacken kosten meistens keine Ausdauer, die schweren Attacken sind etwas besser und kosten mehr Ausdauer. Ich bin einfach mal verzückt, die schwere Attacke zu nehmen, zumal, wie eben gesehen, war das zweite Symbol neben meiner Attacke, heißt, ich schlage auf alle Gegner, die in Reichweite sind. Das Ganze mit zwei Würfeln, bezahle zwei Ausdauer, die das Ganze kostet. Die legt man dann auf der linken Seite seiner Ausdauerleiste mit den schwarzen Klötzchen. So, und ich mache zwei Schaden an jedem Monster. Um das nochmal zu verdeutlichen, ein Soldat hat ein Schild von 1. Das heißt, er würde einen Schaden von diesen abwehren. Da zwei waren, verliert er nun entsprechend Lebenspunkte. Jeder Holosoldat besitzt einen. Das heißt, nicht ganz hoch gewürfelt, aber es reicht aus. Beide Soldaten segnen erneut das Zeitliche. Damit ist meine Runde durch und jetzt sind wieder die Monster dran. Da der Agro-Marker weiterhin, da gerade Ralf seine Aktivierung war, immer noch bei ihm liegt, wird auch er nun ein weiteres Mal vom Hollow-Armbrustschützen beschossen. Da hier wieder ein Würfel zur magischen Verteidigung. 1, das sind diesmal 2 Schaden. Wie ihr seht, habe ich nur noch 2 Felder frei, denn wenn sich der Balken aus irgendeiner Richtung füllt, dann war es das für mich. Nun ist meine Runde als Assassine. Das heißt, der Agromager geht an meinen Charakter über. Meine Aktion, die ich nun habe. Als erstes möchte ich mich auf den Armbrustschützen hinzubewegen. Die erste Bewegung in ein weiteres freies Feld ist immer umsonst. Jede weitere Bewegung, die ich jetzt während dieser Aktivierung mache, gilt quasi als Rennen. Jedes Feld kostet mich eine Erschöpfung. Da ich zu den Armbrustschützen hin möchte, werde ich 1, 2, 3 Erschöpfung auf mich nehmen. Dort angekommen, habe ich nun die Möglichkeit noch auf ihn einzudreschen. Entsprechend werde ich mit meinem Stock, der auch zwei unterschiedliche Möglichkeiten zum Zuschlagen hat, auf ihn einschlagen. Ich entscheide mich, um der ganzen Sache etwas sicher zu gehen, für die schwere Attacke und werde deswegen nochmal 3 Erschöpfung zu mir nehmen. Bin damit also bei 6 Erschöpfung. Habe dafür nun 3 schwarze Würfel und ziehe von dem Ergebnis 1 ab. Das heißt, auch hierbei habe ich ein Ergebnis von 3. Der eine wird quasi abgezogen, habe ich noch 2 übrige. Auch der Armbrustschütze von den Hollows hat einen Schild und einen Lebenspunkt. Das heißt, die Attacke reicht aus, um ihn zu besiegen. Gut, damit ist der Raum sauber. Und pro Raum verdienen wir 2 Seelen. Moment, das sind die Verwundungsmarker. Dann hier die Seelen. Die gehen in unser Seelenreservoir und können später für Auflevelung und oder Items ausgegeben werden. Wir haben jetzt hier 3 Räume von den jeweilig kleinen Encountern kaputt gemacht. Und in der letzten gab es eine Truhe. Die war hier. Ich zeige das hier mal kurz lustig in die Kamera. Abgebildet eine Truhe. Wenn man den Raum geklärt hat, in dem sich eine Truhe befindet, kann man 2 Karten vom Lootstapel ziehen. Der Lootstapel. Es gibt einmal den allgemeinen Lootstapel und zu Beginn eines Spieles mischt man die jeweils Klassen-Loot-Karten in diesen Stapel mit rein. Dafür hätte man beispielsweise, das erkennt man hier oben, zum Beispiel der Knight würde das hier mitbringen, Warrior. Und so erstellt man dann sein eigenes Loot-Deck, jeweils für die Charaktere, die mitkommen. Das soll dafür hindern, dass man nicht den Bogen des Assassinen findet, wenn man ihn gar nicht mit hat. Macht ja auch Sinn. So, hier sehen wir aber noch einige weitere Dinge auf dem Schlachtfeld. Und zwar haben wir hier und vorne Grabsteine und hier ein Fass. Grabsteine haben die Fähigkeit, wenn man einen Grabstein aufgedeckt hat, man muss ja nicht immer alle Felder aufdecken, wenn man so wagemutig ist, darf man sich pro aufgedeckten Grabstein eine Boss
Verhaltenskarte angucken, bevor man die dann bevor man die zusammenstellt und mischt. Da weiß man schon etwa grob, was kommt auf einen zu, welche Taktik sollte ich mich entscheiden. Dazu kommen wir gleich beim Miniboss. Dann haben wir hier das Fass, das steht halt in der Gegend rum. Während Grabsteine unpassierbar sind und auch unkaputtbar, können Fässer durchlaufen werden. Das kostet dann eine zusätzliche Ausdauer. Das heißt, wenn ich jetzt nach hier drüben laufen würde, wäre das, oder von hier aus, ein freies Feld. Ein zweites Feld kostet mich eine Ausdauer, zwei Ausdauer, weil dieses Fass dort steht, was nach dem Betreten kaputt geht. Und die dritte Ausdauer, wenn ich dann nach hier drüben laufen würde. Da wir jetzt hier alles geklärt haben, haben wir ja auch Seelen eingesammelt. Um vorhin noch mal kurz zu revidieren, man bekommt 2 Seelen pro Spieler für jeden Raum, den man kaputtgeschlagen hat. Entsprechend haben wir jetzt eine Sammlung von 12 Seelen. So, und was kann man mit Seelen machen? 2 Sachen. Erstens, man kann seinen Charakter aufwerten. Das sehen wir hier drüben. Und zweitens, man kann sich beim Schmied tolle neue Items kaufen. Damit wir das machen können, haben wir hier quasi eine Anzahl von Leben, oder wie kann man das schön aussprechen? Ja, Leben oder Versuche. Wir können, haben wir nämlich hier einmal die Wahl. Wir setzen die ganze Karte zurück auf Anfang, wobei Truhen bleiben geöffnet. Und Geländestücke wie Fässer werden allerdings wieder regeneriert. Oder wenn man stirbt, kriegt man ebenfalls einen Versuch abgezogen. Also man hat nicht unendlich Leben. Der Unterschied ist allerdings, sobald ein Charakter von der Gruppe stirbt, wird man zurückgesetzt. Das hat dann auch den Nachteil, dass man die gespeicherten Seelen, die man sich in den letzten Räumen erarbeitet hat, verliert. Und die werden dann in einem Türmchen auf das Feld platziert, wo der Charakter gestorben ist. Man kann sie wieder einsammeln, wenn man ein weiteres Mal auf dieses Feld tritt. Sollte man allerdings nochmal sterben, bevor man dahin gekommen ist, ist der alte Seelenstapel verloren. Genau, kennt man ja aus dem Spiel. So, jetzt haben wir 3 Felder, insgesamt 12 Seelen. Also würde ich sagen, gehen wir einkaufen, oder? Gehen wir einmal zurück zu unserem Startfeld. Dafür wird unser quasi Respawn-Marker von 4 auf 3 runtergesetzt. Noch nicht? Nein, nur wenn wir das resetten. Also zurückkehren zum Startpunkt kann man jederzeit, also nach jedem Raum. Also wir können hier rein, können wir zurück, da rein, können wir zurück. Dann gehen wir zurück. Gerade am Anfang lohnt sich das auch, weil man sollte Seelen in Aufstufungen und vor allem Items umsetzen, damit man stärker wird. Ja. So, also würde ich sagen, geben wir einfach mal 2 Seelen aus und kaufen uns 2 schicke Items. Für jede Seele, die man ausgibt, kann man eine Karte vom Lootstapel ziehen. So, dann haben wir das mal. Wir haben einmal gezogen, 1 Skimitar und 1 Ember. So, das Skimitar ist, abgesehen davon, dass es ein Schwert ist, eine extrem gute Einhandwaffe. Und der Ember besagt halt einfach nur, dass wenn man den auf einem Charakter aktiviert, kriegt man mehr als 3 Schaden, wird 1 Schaden abgezogen. Kriege ich also 4, erleide ich nur 3. Da ich den Skimitar bei meinem Charakter anlegen möchte, müsste ich dafür erst aufleveln. Denn er hat eine Grundvoraussetzung von 20 quasi Dextery, Ausweichen, Punkte. Ja. Und von 18 Intelligenz. Wie man bereits sieht, erreiche ich das schon mit einer Aufstieg in jedem der 2 Aspekte. Oh. Genau. Wertigkeiten sind von Base auf Tier 1, kostet 2 Seelen, Tier 2 auf 3, 4 Seelen und also von Tier 1 auf 2, 4 Seelen und 2 auf 3, 8 Seelen. Genau. Da ich jetzt mit jeweils einmal aufsteigen möchte, nehmen wir von unserem Pool von 10 Seelen, zahlen wir 4, also einmal 2 für hier und einmal 2 für hier. Damit haben wir noch 6 Seelen in unserem Pool übrig und ich bin in der Lage, meinen kleinen Dolch einzutauschen gegen ein Skimitar. Besonderheit auch beim Skimitar gegenüber meiner Grundbewaffnung ist hier die 0 und hier die 1. Das heißt, ich kann diese Waffe einmal aufrüsten. Dafür sind die Slots, die hier drunter sind, um Waffen aufzurüsten. Grundausrüstung kann man nicht aufrüsten. Man findet später Möglichkeiten, eine Titan Chart dran zu machen oder sie magisch zu machen. Das sind immer Aufrüstungen bei jeweiligen Waffen. Genau. Was wir hier auch noch sehen ist,
in der Mitte. Dort kann man überzählige Waffen und Ausrüstungen ablegen, bis zu 3 Stück. Ist dann wichtig, wenn man zum Beispiel ein anderes Schild hat für speziellere Situationen. Oder die Fernkämpfer oder Zauberer packen da gerne auch mal ihre Zaubersprüche rein, weil die müssen wir ja auch mitnehmen. So, dann kommen wir zum Ember. Den aktiviere ich einfach. Heißt, ich lege die Karte ab und kriege eine Ember-Marke. Das ist die hier. Die legt man dann bei seinem Charakter jeweils hier in das Feld. In dem Fall geht das zu Ralf. Und dadurch bin ich etwas schadensresistenter. Ember verliert man allerdings, wenn man stirbt. Wir befinden uns jetzt hier im vorletzten Raum, den letzten Raum vor dem Boss. Das Ganze hat sich schon ein bisschen entwickelt. Wir befinden uns mitten im Kampf mit den aktuellen Gegnern. So, die sind jetzt auch dran. Der nette Silver Knight Swordsman, mit dem ich mich hier auf einem Feld bewege, möchte angreifen. Als erstes würde er sich 2 Felder auf den nächsten Feind zubewegen. Da er bereits bei mir ist, muss er das nicht. Entsprechend attackiert er mich nun. Das kleine Schildchen, das mit dem Pfeilen von sich weg zeigt, bedeutet, dass er mich vor der Attacke erstmal wegpusht. Das heißt, er schiebt mich auf ein benachbartes Feld, das ich mir als Spieler aussuchen kann. Ich lasse mich einfach mal nach hier drüben wuchten. Danach drückt er mir 5 ins Gesicht. Das kleine Bläschen hier unten zeigt, dass, wenn auch Ralf sich in diesem Feld befinden würde, er ebenfalls Schaden kassieren würde, so wie vorhin mit der Axt ist auch er hier einmal ein Flächenschader. Ich bin jetzt nicht so bewandert mit guter Ausrüstung, aber ich bin recht gut im Ausweichen. Das sind hier diese Axt-Ausweichsymbole, mit denen ich jeweils einen solchen Würfel bekomme, um eine Attacke auszuweichen. Die Schwierigkeit hierbei wird hier dargestellt. Ich brauche also 2 Erfolge, um der Attacke erfolgreich auszuweichen. Sollte ich das nicht schaffen, fresse ich den gesamten Schaden. Als erstes, da ich dodgen möchte, kostet mich das eine weitere Ausdauer. Gleichzeitig dürfte ich mich auch in ein Feld hin bewegen, so quasi extra zum Dodgen. Da möchte ich mich dann im Zweifelsfall schon mal zu ihm zurückbegeben. Nun noch der Dodge-Versuch. Ich brauche 2 Erfolge. Einen Erfolg habe ich, einen habe ich nicht. Nun, das ist etwas blöd, allerdings möchte ich jetzt meine Glücksmarke verwenden. Die kann ich einmal pro quasi Durchlauf, bevor man resettet, einsetzen. Ups, um einen Würfelwurf zu wiederholen. Damit bin ich mit den 2 Erfolgen erfolgreich gedodged. Nun besitze ich eine eigene Gabe, die nennt sich Backstep. Nach einem erfolgreichen Dodge darf ich auf einen Gegner, dem ich gerade gedodged bin, einprügeln, solange ich mich in Reichweite zu ihm befinde. Das kostet mich auch keine Ausrüstung, also keine Erschöpfung. Entsprechend lege ich hier meine Talentmarke um und entscheide mich für den schweren Schlag des Scimitars auf den Silver Knight, da es ja eh gerade gratis ist. Der gute Knüppel gibt mir 2 Orangene, womit ich insgesamt hier bei einer 4 bin. Allerdings, der Schwerschlag macht minus 1, damit bin ich quasi wieder bei 3 Erfolgen. Vorteil hier, der gute Silver Knight hat Schilde 2 und einen Lebenspunkt, also reichen die 3 Erfolge, um ihn ins Jenseits zu befördern. So, bleibt nur noch die große Hülle da übrig. Hier ist zu sehen, der hat keine Attacke, sondern würde sich nur bewegen und die Leute wegpushen. Besonderheit hier an der Push-Mechanik ist, starte ich mit ihm auf demselben Feld, drückt er mich erst weg, macht hier allerdings keinen Schaden, weil Push-Schaden wird nur angewendet, wenn der Gegner nicht auf demselben Feld wie ich startet. So, dann kommt jetzt seine Bewegung, er kommt her, pusht mich weg und macht dabei 5 Schaden. Dagegen nehme ich wieder meine Rüstung von 2, heißt ich nehme 3 Schaden und seine Aktivierung ist beendet. Wir befinden uns jetzt hier im Mini-Boss-Kampf.
Wie auch normale Encounter agiert der Boss als erstes. Nur anders, wo die normalen Minions immer ihre gleiche Move-Abfolge haben, haben Bosse ihre eigenen Move-Decks. Die werden aus einem Grundset von 5 Karten, das kann ich mal kurz hier halten, ein Boss kommt meistens mit einem 5er-Karten-Set von Grund auf daher. Und entsprechend seiner Bosskarte verwendet er so viele Karten. Das heißt, von diesen 5 Karten, die wir jetzt haben, wird kurz gemischt, mischt, eine zur Seite gelegt und die 4 Karten bilden nun seinen Aktionsstapel, den er nun abarbeitet. Jetzt, er startet nach oben, das heißt, die erste Karte wird aufgedeckt. Halten wir hier kurz rein. Auch wie beim normalen wird abgearbeitet. Von links, das heißt, er würde eine Attacke machen, nach rechts und nach unten. Das ist bei Bossen immer, die haben 4 Arcs, das kann man hier mal kurz zeigen. Ich weiß nicht, wie gut man das hier in der jeweiligen Kamera sieht. Hier vorne, man sieht 4 so lustige Striche. Damit hat er einen Front-Arc, einen rechten Arc, einen Back-Arc, einen linken Arc. Und entsprechend bei der Karte, wo es grün ist, dort schlägt er zu, währenddessen der rote Arc diese Runde seinen schwachen Arc zeigt. Wenn man also eine Attacke von diesem Arc gegen ihn ausführt, bekommt man einen zusätzlichen schwarzen Würfel für seinen Angriffspool. So, hier wäre zu sagen, er hat dieses Symbol, er greift alles in Reichweite an. Bosse haben meistens immer eine größere Reichweite, also greift er alles in einem Feld an. Er greift nach vorn. Nach vorne nicht, nach hinten und nach rechts. Nach hinten und rechts, das heißt, hier im rechten Arc wäre das Feld in Reichweite und das Feld in Reichweite und wäre noch was hier hinter. Oder würde jemand im hinteren Arc stehen, dann würde er da hinschlagen. Da dem dadurch ist, führt er seine Attacke aus, also brüllt er hinten erst ein bisschen rum, macht keinen Schaden. Nun würde er sich noch ein Feld von dem mit dem aktuellen Akromarker, das bin ich, wegbewegen. Da er nie, also in dem Sinne, wäre das von hier eine Bewegung nach hier. Dabei endet er nicht seine Ausrichtung. Das heißt, er hat immer die gleichen Richtungen, in denen seine Arcs sind. Dafür gibt es ein, zwei Karten bei manchen Bossen, die diese Ausrichtung ändern. Von Grund auf bleibt er immer in der gleichen Ausrichtung stehen. Jetzt kommt meine Aktivierung, da er nun dran war. Ich werde mich dafür entscheiden, diese Runde mit einem Feuerball ihn zu attackieren. Dafür tausche ich kurz meine Ausrüstung. Das muss ich zu Beginn meiner Aktivierung angeben, welche Ausrüstung ich diese Runde aktiv verwenden möchte. Kostet mich keine Ausdauer, nur das, was ich jetzt habe, habe ich dann auch zum Beispiel in der Verteidigung. Das heißt, der Feuerball wandert nach hier, währenddessen mein Skimitar hier in ein freies Feld von meinem Slot geht. Jetzt bewege ich mich, und zwar, da der Feuerball eine Reichweite von 2 Feldern nach oben hat, möchte ich natürlich auch zu ihm hinkommen. Das heißt, ich werde mich 1 und ein zweites Feld bewegen und dann hoch bis zu ihm hinzukommen. 1, 2. Jetzt möchte ich gleich meinen großen Feuerball benutzen. Ein bisschen Spannung muss ja da drin sein. Das kostet mich 5 Erschöpfung. 1, 2, 3, 4. Und 5. Dafür habe ich auch 2 orangene Würfel. Zusätzlich ist hier das Zeichen, ich zeige es nochmal, für magisches. Das ist dieses gelbe Kreischen. Das sagt, dass die Attacke magisch ist und auf die magische Rüstung des Gegners geht und nicht auf die physische. Ein kurzer Wurf. Hier habe ich eine 4 würfelt. Der Gargoyle hat eine magische Abwehr von 1. Und würde nun 3 Schaden kassieren. Aber wir erinnern uns, ich bin ja in seinem schwachen Arc. Das heißt, ich bekomme einen schwarzen Würfel noch dazu. Eine 1 dazu. Sind wir also direkt bei 4 Schaden für den Gargoyle. Das heißt, von seinen 26 Lebenspunkten hat er jetzt noch 22. So, dann ist auch wieder der Gargoyle dran. Der deckt seine zweite Karte im Verhaltensdeck auf und arbeitet diese wie gewohnt ab. Sehen wir hier.
bewegt sich 1 auf den nächsten Feind zu und attackiert nun über eine Reichweite von 1 nach vorne und nach links. In diesem Sinne würden wir beide getroffen. Hier ist auch schön zu sehen, hier teilt er ja das Feld wieder hin. Dieses Feld hier zählt sowohl als die Belange als Front-Arc, als auch das rechte Arc. Man kriegt allerdings nicht 2 Attacken ab, wenn er nach vorne und nach rechts schlagen würde, sondern nur eine. Das ist dann nur wichtig beim Ausweichen. Das Symbol hier zeigt, dass jeder Held durch diese Attacke Schaden bekommt, also jeder, der sich in Reichweite befindet, und dass der schwache Arc dieses Mal sein Back-Arc ist. Schaden verursachen würde hier bei 4. Ralf, möchtest du rüsten oder ausweichen? Da ich nicht wirklich agil bin, entscheide ich mich für rüsten. Ich habe ja auch eine etwas bessere Rüstung, die erlaubt mir, gegen magische Attacken einen blauen Würfel zu nehmen und mein Schild einen schwarzen Würfel gegen magische Attacken zu nehmen. Ich könnte auch mit meinem Schwert noch parieren, allerdings gilt das nur gegen physische Attacken Vorteile, nicht gegen magische Attacken. So, gucken wir mal, wie viel von dem 4 Schaden wir abhalten. 2. Also sind das 2 Wunden für mich. Geht ja noch. Ich werde mich entscheiden, hierbei wieder auszuweichen. Die Attacke hat eine Erschwernis beim Ausweichen von 2. Ich bräuchte also beide Ergebnisse, um dem Ganzen auszuweichen, was ich nicht geschafft habe. Jetzt kommen wir zu einer ganz anderen, illustren Mechanik. Er bügelt mir 4 mit. Da ich schon 6 Erschöpfung hatte, ist mein kleines, illustres Feld hier unten voll. Das heißt, ich bin tot. Um tot zu sagen, die ganze Gruppe ist nun ausgeschalten oder besagt und muss zurück zum Leuchtfeuer und verliert einen seiner, wie nennt man das schön, Lebenspunkte. Das heißt, Minibosse muss man sehr aufpassen, mit wie viel Erschöpfung man reingeht und mit wie viel Schadenspunkten man bereits drauf hat, da sie einem doch recht schön die Fresse in ein neues Gestalt verarbeiten könnten. Genau. Und wie gesagt, man sollte immer darauf aufpassen, Bosse kann man mit ein bisschen Bewegungsmanagement und Ressourcenmanagement gut umgehen. Manchmal empfiehlt es sich, offensiver zu sein. Manchmal sollte man zwischen 2 Angriffen doch mal ein bisschen regenerieren, um dann vielleicht anzugreifen und aber die Schelle des Bosses auf dem Rückweg wieder einzustecken, damit man da nicht gleich umklappt. Ist halt immer abhängig vom Boss, wie kommen die verschiedenen Verhaltenskarten. Diesmal hat es halt leider nicht geklappt. Wichtige Sachen bei den Verhaltenskarten des Bosses noch zu erklären. Man arbeitet den Stapel von oben nach unten ab. Wären jetzt also noch weitere Runden gekommen, wäre diese Karte hier drauf gekommen und dann diese Karte hier drauf. Wenn er nun das nächste Mal eine Aktivierung hat, wird der Stapel direkt wieder umgedreht und man arbeitet ihn wieder von oben nach unten durch. Man kann sich also die Moves seines Gegners merken und sich entsprechend taktisch im Raum platzieren. Zweites Wichtiges, jeder Boss hat quasi so einen Heat-Up-Mode. Wenn dieser erreicht ist, wird eine zufällig ermittelte Karte aus seinem Heat-Up-Moveset, das sind dann nochmal 3, aus zufällig ermittelt, die kommt in das Set mit rein und dann mischt man das Set. Ab diesem Zeitpunkt weiß man nicht mehr, in welcher Reihenfolge die Aktivierungen sind, außer man arbeitet den entsprechenden jetzt 5er Stapel einmal komplett durch. Ab diesem Zeitpunkt ist der Boss also wieder unvorhersehbar und um einiges tödlicher. Genau, hier ist wieder aufzupassen, es gibt zum Beispiel Bosse, die sind doppelt vorhanden, also zum Beispiel Ornstein und Smaug, die haben jeweils ihre eigenen Heat-Ups. Das war unsere Vorstellung von Dark Souls, das Brettspiel. Wir sind kurz auf die Regeln eingegangen, dass ihr euch vorstellen könnt, wie ihr euch selbst in diesen düsteren Dungeons zur Wehr setzen könnt, gegen was auch immer da so kreucht und fleucht. Wenn euch das Video gefallen hat, wir haben da bereits ein Unboxing gemacht mit Christian und dem lieben Ralf hier. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Läutet die Glocke, dass ihr keins von unseren Videos verpasst und wir sehen uns das nächste Mal beim kleinen Krieger. Thank you.
Ja.